Einen wunderschönen guten Tag, liebe Barbecue-Fans. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Barbecue Madness. Und heute wird es schweinisch. Gut, dass ihr eingeschaltet habt. Nicht nur, weil der Freshman wieder oben ohne hinter der Kamera steht und filmt, sondern weil wir heute auch wieder einen richtig geilen Haufen Matt am Start haben. Nicht lang rumgeschnackt hier. Ich erzähle einfach mal, was es wirklich gibt, damit ihr einen Eindruck habt. Also wir machen ein richtig, richtig leckeres Pork-Sandwich. Wir haben das Schweinemett. Das braten wir an mit Zwiebel und Knoblauch. Machen hier aus den Backpflaumen machen wir ein richtig schnelles Chutney mit Rotwein, mit Schalotten, mit ein paar Gewürzen, die wir haben. Und wir machen einen ganz, ganz mega fix schnellen Rot-Coleslaw. Den wir eigentlich den nur runterschneiden, ein bisschen salzen, zuckern, Essig ranmachen und hier ein paar von diesen wunderschönen gerösteten Fenchelsamen, schmeckt wie Aquavit, Fenchelsamen reinpacken. Das Ganze kommt dann hier auf unseren Big Fred, werden wir auf der Gussplatte richtig schön machen. Kommt natürlich, ihr habt es gewusst, noch ein bisschen Käse zwischen. Wir haben heute Blauschimmel, damit es einfach Spaß macht und ein bisschen Bergkäse fürs kräftige Aroma. Und dann darf der Niklas auch schon wieder probieren. Gut, machen wir mal hier direkt mit dem Rotkohl rum. Ich schneide den jetzt einfach. Ihr merkt, wir sind heute ein bisschen fixer unterwegs, weil wir haben auch viel vor. Sieht immer geil aus, ne? So ein Rotkohl von innen, finde ich. Ja, sieht immer gut aus. Das ist so. Gut, Schüssel hin. Jetzt einfach den Salat nehmen und ganz fein runterschneiden. Niklas, muss ich dir heute eigentlich auch wieder ein Sandwich machen? Leute, ich wette, er sagt nein, weil wir haben schon zwei Videos gedreht heute und er hat, glaube ich, schon so eine halbe Lachsseite gesnackt alleine. Wir teilen uns. Ah, guck mal hier. Okay. Krautsalat, beziehungsweise das Kraut ist schon mal da. Was wir jetzt machen, ist ziemlich simpel. Hier ein bisschen Zucker. Packen einfach so gut 2 Prisen Zucker drauf. Das gleiche mit Salz. 1, 2. Dann machen wir einen Schuss. Essig rein. Haben wir hier, ist Weinessig. Geht natürlich auch Himbeeressig oder Weißweinessig, Apfelessig, Cideressig, you name it, you put it in. Und dann haben wir hier schön, guck mal, Niklas, das zeige ich dir einmal hier. Habe ich vorhin schon ordentlich Fenchelsamen angeröstet, kannst du mal probieren. Geröstet schmecken die nochmal geiler, ne? So ein bisschen wie Aquavit, aber auch Toast. Sag einfach ja. Hier auch nicht geizen mit den Reizen. Na, wir haben ja genug. Na, Mutti sagt immer, wenn wir alles so viel hätten wie geröstete Fenchelsaat, dann ging es uns gut. Gut, dann mit den Händen rein. Alles so ein bisschen vermengen in der Lamengen. Gut, das ist der Salat. Schnell und einfach. Der muss jetzt eine gute halbe Stunde ziehen, damit der Zucker und das Salz und der Essig ein bisschen wirken können, machen das weich, ziehen Geschmack raus, geben mehr Geschmack. Das heißt, ihr habt einfach einen viel geileren Salat. Kennt das ja wahrscheinlich auch mit anderen Salaten, wie zum Beispiel auch Kartoffelsalat. Am nächsten Tag schmeckt der immer noch mal geiler als frisch gemacht. Okay, was kommt jetzt? Chutney, genau, hast du recht. Ich nehme hier mal den Topf schon mal, weil wir packen hier gleich alles einfach rein, was wir machen. Chutney ist ziemlich simpel. Wir brauchen Schalotten. Wie gesagt, Rezept verlinken wir euch natürlich auch unten wieder. Wie immer, macht es entweder wie im Rezept oder macht es wie wir oder macht ein Mittelding. Probiert ein bisschen rum, experimentiert. Das ist der ganze Sinn der Sache. Lernt dabei, habt Spaß, begrillt eure Lieben. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Okay, Niklas. Oh, Chutney. Ich schneide hier einfach mal die Schalotte. Okay, das war ein harter Schnitt. Aber ich habe hier schon mal 2,5 Schalotten geschnitten. Wie gesagt, wir machen ja eh nur ein Sandwich, der Nick das ja heute schon
ordentlich gespeist hat, sagen wir mal. Wir haben trotzdem einen großen Topf, weil mehr Fläche unten heißt, wenn wir irgendwas reinfüllen, mehr Verdunstung, weil mehr Fläche, das heißt, Chutney ist schneller fertig. Klingt logisch? Macht Sinn. Ja, macht Sinn. Kommen wir hier zu diesen hammergeilen Backpflaumen. Im Rezept steht frische Pflaumen, könnt ihr natürlich auch nehmen. Ich nehme auch ganz gerne mal Backpflaumen und schneide die einfach ganz grob runter, weil in der Flüssigkeit, wenn wir die einkochen, zerfallen die eh ein bisschen. Da brauche ich mir keine Mühe geben, hier irgendwelche großen französischen Brunoise oder Julienne oder whatever zu schneiden. Okay, das schon mal in den Topf. Da machen wir heute keine gefangenen Leute, machen wir so wie so eine One-Pot-Pasta. Da packen wir einfach alles drin, machen ein bisschen Öl drauf, lassen das anbraten und dann läuft die Schose. Und ich muss aus dem Keller mal noch Chili holen. Hier ist irgendwo. Ja, hier ist Chili. Machen wir auch noch ein bisschen rein. Nehmen wir hier so ein paar Gewürze. Ich nehme hier so ein bisschen Zimt. Ein guter Teelöffel. Dann haben wir hier Sternanis. Ich hab's richtig gesagt, ne? Geil! Damit ich das gleich nicht rausfriemeln muss hier wieder, die Sternahnen, habe ich hier so ein Stück Passiertuch. Ihr könnt auch zu Hause einfach, also ihr könnt das natürlich auch rausfummeln wieder, ist auch nicht schlimm. Ihr könnt aber sonst einfach so einen Teefilter nehmen oder so einen Teefilter doppelt packen und den da so ein bisschen verdrehen, könnt ihr auch zusammentackern, reinlegen. Gibt Geschmack ab, aber ihr könnt das ganze Ding dann wieder rausnehmen. Und habt halt keinen Suchstress. Dafür packen wir da auch mal so drei rein. Wenn wir es schon da haben, machen wir auch noch so ein paar Fenchelsamen mit rein. Das ist es auch schon. Dann legt das hier einfach so zusammen. Ein bisschen Schnurtacke habe ich nicht da. 60 Minuten später. Das war echt hart jetzt hier so ein Säckchen zu machen. Aber okay. Rein. Ja? Hier ein klein bisschen Zucker. Es wird alles zu dir. Macht nichts. Ein bisschen Salz. Dann würde ich sagen, machen wir einen Schuss Essig, einen Schuss Öl rein und füllen das mit Rotwein und einem Schuss Wasser auf. Aber erst wenn es kocht oder erst wenn du das ein bisschen angebrutzelt hast? Genau. Oder? Ich brate es jetzt ganz kurz an und dann gießen wir auf. Komm mal rum. Okay, während das hier anbrät, Niklas, gib mir mal bitte den Weinöffner. Den hast du vergessen und du willst es gerade nur auf mich schieben. Ich habe dir da wunderbar einen Bunsenbrenner hingestellt. Ja, okay, wir haben der Überraschungseffekt ist natürlich jetzt, ich dachte, du machst jetzt so, oh, wir haben den vergessen. Lass mich nicht mehr verarschen. Ich werde hier den ganzen Tag verarscht. Ich lasse mich nicht mehr verarschen. Also Leute, die Geschichte war so, ich habe den... Ich habe das Kellnerbesteck hier, den Flaschenweinöffner vergessen. Korkenzieher heißt das, glaube ich. Macht aber gar nichts. Wir sind ja hier so im Outdoor-Busch. Ja, Zivilisation ist 10 Kilometer weit weg. Und ich wollte Niklas jetzt nicht auf sein Fahrrad setzen und wieder losfahren. Deswegen können wir hier direkt mal diesen MacGyver-Hack machen. Denn was jeder Griller ja immer mit hat, ist so ein Bunsenbrenner. Es gibt diesen tollen Trick, man heizt hier den Hals so ein bisschen an und dann kommt durch den Dampf, der sich da bildet, quasi den Druck, ploppt er dann oben raus. Ja, ist auch nicht mehr voll. Also es dauert ein bisschen natürlich. Und wichtig ist auch, dass man nicht zu nah rangeht, also nicht zu heiß ist. Niklas, mach du mal kurz weiter hier. Ich rühre mal kurz da hinten um. Siehst du das? Siehst du das? Tadam! Prosit Neuer! Also, es funktioniert fantastisch. Man oh, also die alkoholische Gärung ist auf jeden Fall gegeben. Also oben ist es heiß. Ist jetzt für so einen Trinkwein... Also hier unten ist kalt, ne? Also ich kann das hier alles anfassen, kein Ding. Aber hier oben natürlich, wo ich rangehalten habe, ist natürlich heiß. Macht aber für uns gar nichts, weil wir ja eh jetzt hier unser Moped ablöschen. Guck mal, ist schön karamellisiert unten, der Zucker ist karamellisiert. Ja. Jetzt gießen wir hier einfach so einen ordentlichen Schuss Rotwein an.
Ich packe jetzt gleich noch ein bisschen Wasser oben drauf, wenn der Rotwein einmal eingeköchelt ist. Also erstmal bei so Rotwein, wir wollen ja nicht den Alkohol da drin haben. Den können wir uns ja gleich anderweitig zuführen, sondern wir wollen ja den Geschmack des Weines haben und die Säure des Weines. Deswegen, bevor ihr Wasser oder sonstige Zutaten wie Fond oder sonst was in Soßen packt, den Wein erstmal richtig auskochen lassen, Alkohol rauskochen lassen, bisschen reduzieren, dann auffüllen und die Sache läuft. So, siehst du das, Niklas? Sieht schon mal super aus. Guck mal, schön eingekocht. Wir haben eine richtig schön sämige Konsistenz. Hier ist unser Säckchen von eben. Sieht mal aus wie so ein Tampon. Die ganzen Gewürze. Dann ist fertig. Gut. Also, eine Sache fehlt noch, die wir machen müssen. Pork. Yes. Okay. I will get the pork for you. Nice. Okay. Was wir dafür brauchen, ist einfach nur rote Zwiebeln. Ich mache mir so ein bisschen frischen Knoblauch ab. Frischer Knoblauch übrigens ist erstens nicht nur leckerer, sondern stinkt danach nicht so krass. Alright, so, geschnibbelt ist, habt ihr ja gerade gesehen, in dieser nicesten Einstellung von Mr. Freshman himself, gecuttet, geslowmoed, AF. Was wir jetzt machen, ist das wunderschöne Mett hier einmal richtig schön anzubraten. Genau, wir werden jetzt die Pfanne einfach heiß machen, ich weiß gar nicht, warum ich die hingestellt habe, wahrscheinlich einfach nur, um euch zu zeigen, dass wir die jetzt benutzen. Ich mache die mal hier auf kleine Flamme, hier haben wir das Chutney. Das stellen wir auch schon mal hin für gleich. Okay, geben gleich einen Schuss Öl rein, Mett, Zwiebeln, Knoblauch und mehr brauchst du auch eigentlich gar nicht. Solange die Pfanne heiß wird, Niklas, wollen wir schon mal ein Bier aufmachen? Nice! Für dich, für mich. Prösterchen, auf euch. Oh, ist das erfrischend. Ich glaube, Pfanne ist relativ heiß. Du kannst mal rumkommen hier. Hier einmal so ein bisschen Öl rein und dann kommt auch schon das Hack mit drinne. Jetzt sollte die Pfanne heiß genug sein. Ja, das klingt gut. Das ganze Mett brauchen wir heute nicht. Der ist immer jod. Ein bisschen Mett auf Halde zu haben. Packe ich einfach oben drauf. Da ist es dann nicht direkt an der Pfanne. Und wenn ich es umrühre, verteilt sich es dann gleich in der Pfanne. Ja, das ist es halt, lasst das halt liegen, ein bisschen, nicht die ganze Zeit hin und her wenden, sondern einfach mal liegen lassen und dann wird es auch richtig schön krustig. Ist nicht schlimm, wenn wir da so ein paar größere Humpen drin haben, sonst rieselt uns das gleich sowieso vom Sandwich. Ich kann hier direkt den Schwenk machen. Wir haben ja schon mal mein Setting eingestellt. Wir brauchen eigentlich nichts anderes außer der Gussplatte, dieses Mal auf der geriffelten Seite, und zwar, weil wir einfach diese schönen Grillstreifen im Toastbrot gleich haben wollen. Okay. Kommen wir mal, solange das da rumpimmelt, noch in der Pfanne, schon mal zu unserem Brot. Also ihr könnt natürlich auch normale Toastbrotscheiben nehmen. Was ich immer geil finde, ist so ein ganzes Brot zu nehmen, weil da kann man sich schön aussuchen, wie dick die Scheiben sein sollen. Da Niklas ja jetzt heute zum Wunder des Tages kein eigenes Sandwich haben möchte, machen wir die Scheiben einfach ein klein bisschen dicker. Ist im Ernstfall auch gar nicht so schlimm. Okay, das ist unser Brot. Ich gucke noch mal ganz kurz, was die Schweinerei hier macht. Ja, sieht gut aus. Gusseisen hat ja ordentlich gebraucht, um aufzuheizen. Das heißt, es speichert die Hitze sehr gut. Das heißt, ich habe jetzt hier bestimmt noch so 5 Minuten, wo das weiter vor sich hin brutzelt, brauche ich die Energie von unten gar nicht mehr. So lang kümmern wir uns jetzt hier um unsere Toasts. Ich würde sagen, Niklas, das wird ein schönes Gerät heute. Davon gehe ich aus, wenn du eins machst. Ich freue mich schon. Guck mal, der wird da jemand seinen Job behalten. Solange der Grill hier aufheizt, kann ich schon mal die Pfanne runterholen. Da gibt es hier das super Moped, hier, das Ledermoped. Übrigens ist das nur zum Tragen. Ne? Das haben auch so viele, einige Leute fragen immer.
Das ist nur zum Rüberheben und Rübertragen. Braucht er nämlich keinen Handschuh. Aber nicht zum draufstecken lassen. Und auch nicht in Betrieb draufstecken lassen. Weil dann könnt ihr es angucken. Okay, wir sind mal kurz umgezogen, um den Niklas aus der prallen Sonne rauszuholen. Weil er hatte hier schon leichten Hitzestich-Anwandlungen. Und war schon so am ganz komische, wirsche Sachen erzählen. Deswegen sind wir jetzt hier. Schlimmer als sonst noch. Ne? Ja, schlimmer als sonst. Das will was heißen. Und belegen jetzt einfach schon mal unser Sandwich. Dazu haben wir hier unseren schönen Krautsalat. Der bildet hier das Fundament. Und wie gesagt, ihr seid die Architekten eures Sandwich-Turms. Das heißt, ihr könnt auch bestimmen, wie viel drauf kommt. Okay, ein bisschen von dem Pflaumchutney-Moppet. Und ein bisschen was von unserem leckeren Knoblauch-Zwiebel-Hack. Ja. Da ruhig die großen Humpen nehmen. Guckt, dass er ein paar Zwiebeln und Knoblauch vom Boden mit drauf bekommt. Okay, Niklas, fast fertig. Wir packen hier noch ein bisschen Käse drauf. Ich habe hier schon mal vorgeschnitten. Das ist einmal Bergkäse, ihr könnt aber auch Appenzeller oder Gruyère nehmen oder whatever. Und ein bisschen Blauschimmelkäse. Hier haben wir jetzt Blue Stilton, ihr könnt aber auch Gorgonzola nehmen oder Bavaria Blue oder Roquefort, wie ihr möchtet. Du siehst, das wird eine größere Angelegenheit. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen Butter nehmen. Ich mache jetzt hier einfach so ein klein bisschen Olivenöl drauf. Pack das dann natürlich mit der Olivenölseite auch auf das Ding hier. So. Okay, brauchen wir nur noch was zum Beschweren. Obwohl, wir haben ja Niklas. Der beschwert sich ja ständig. Nur. Nee, egal. Ihr könnt die Gusspfanne nehmen, sonst was. Ich habe hier gerade noch so die Gussplatte rumliegen, die zweite. Deswegen lege ich die hier einfach mal so ein bisschen mit drauf. Ich habe mir meinen Zaffetti-Handschuh hier mal angezogen. Naja. Okay, probieren wir es mal hier langsam vorsichtig rauszuheben. Ja. Naja. Bisschen weniger von der anderen Seite. So, Niklas. Und dann würde ich sagen, hau die Kamera weg, komm rum. Perfekt. Wir essen. Ich komme. Da ist er schon. So. Moinsen. Nee, na, hast du Hunger mitgebracht, Junge? Ja, immer, du kennst mich. Nur mal ein Prost hier, nicht? Auf das Sandwich freue ich mich schon. Ich mir auch, das sieht super aus. Das ist eine geile Kombi. Pflaume, roter Coleslaw, ordentlich Käse, der Bums hat. Und ich habe gesehen, wie du es gemacht hast. Können wir es essen? Ach so, stimmt, du warst ja mit dabei. Jo, okay. Oh, er fällt schon raus hier. Nice. Mhm. Der Blauschimmel kommt gut durch, ne? Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, muss ich echt zugeben. Ja. Mit der Pflaume, aber es schmeckt so geil. Mm. Und der Coleslaw auf dem Sandwich, der ist so geil. Mit dem, das Knackige, ne? Mm. Knackige mit dem Fenchel, dann das Süße von den Pflaumen, das Herzhafte vom Käse und halt Mett. Was willst du bei Matt falsch machen, ne? Ein Garant. Für jeden Kindergeburtstag oder sonst was, Freunde. Also, wir snacken hier noch auf. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit dem Freshman und mit mir. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Kauft gerne ein. Macht die Sachen nach. Lasst uns ein Rezept steht unten. Ganz wichtig. Genau. Lasst uns ein Like da. Und ganz wichtig, Niklas. Nächste Woche wieder einschalten. Genau. Und subscribe. Niklas? Subscribe. Us. Subscribe us.
Subscribe, subscribe. Subscribe, subscribe. Subscribe, subscribe. Subscribe, subscribe. Yeah.